Hast du schon, hast du schon eine Frage gefunden? Wo muss ich meine Bewerbung hinschicken? Und kommt das eigentlich assi, wenn ich mein Bein hier so hab? Lustig, wenn ich niemand verstehe, was ihr da labert. Oh Mann, ey. Zwei Freaks. So. Also ich würde jetzt mal kurz gucken, dass ich nochmal unter der letzten... Ausschlag? Alter, guck dir mal an, Alter. Ich hab verloren. Ich hätte... Boah, was ne Last. Bei mir ist noch was drin. Bei mir ist auch noch was drin. Das eine Bild auch runter, das andere. Lol, was machst du hier? So, Leute, ihr habt schon gemerkt, wir sind noch gut drauf. Wir machen heute eine ganz entspannte neue Folge von Frag Nico. Ich habe hier mir zwei Kollegen eingeladen. Eigentlich habe ich mich selber eingeladen. Und bin im Proberaum von Erik. Hallo. Und die haben jetzt das Video, das letzte Frag Nico Folge, offen. Und werden mir dementsprechend gleich die Fragen um die Ohren kann abwechseln. Wer will anfangen? Macht's unter euch aus? Ja, ich würde sagen, dem Neuzugang gewähren wir mal den Vortritt. Ne? Ja, komm, du warst noch nicht auf meinem Kanal, du musst anfangen. Ich, okay. Herr Hummel, das ist eben Herr Hummel. Wir fangen von oben an, ja. Von oben? Okay. Was hältst du von der elterlichen für iLife? iLife? iLife. Das ist uralt. Also eher Vergleich. Also zwei Worte, sehr geil. Ist so, ich meine, man darf nicht vergessen, die ist ultra langsam mittlerweile, sie ist halt, aber sie ist halt alt. Der Bildschirm ist halt auch massiv riesig, ne? Also der ist halt... Ja, ist halt auch, also das Ding ist halt, die braucht halt auch irgendwie gefühlt 10 Minuten, nee, 10 Jahre zum Hochfahren, aber... Trotzdem ist sie gut. Also ich meine, für die, als sie rauskam, war sie einer der besten Pull, die auf dem Markt waren und war die Vorlage für die Life und daher geiles Ding. Also ich mag die. Jo. Jo, nächste Frage. Wo siehst du dich in 5, 10 und 20 Jahren? Weiß ich nicht. Ja, also so, nein, bei mir war das letzte immer so, ich habe einmal gesagt, in 5 Jahren, aber hat nie funktioniert. Also ich bin niemand, der sagt, ich will in 10 Jahren so und so sein, es kommt, wie es kommen soll. Darf ich wieder? Ja. Na klar. Also hier steht zwei Fragen hintereinander. Was hältst du von der TM-Endstufe? TA 1400 jetzt in dem Fall. Ja, die mag ich. Also es ist so, pass auf, viele haben keine Kohle zum Anfang, wie ich. Meine ersten Boxen waren mit Krypbox, dein größtes Brennholz-Scheiß überhaupt. Aber... Brennholz, ja. Ja, nee, brennt nicht mal. Aber die Sache ist die, viele suchen günstige Endstufen und TM ist ein super Hersteller dafür. Es gibt nur ein paar Serien, die ich scheiße finde, und zwar die TSA. Die finde ich kacke, da kommt nichts raus. Jetzt werden bestimmt wieder Kommentare kommen, nee, du hast keine Ahnung, da kommt was raus. Verrückt, ich mag sie nicht, die kacken oft ab, die machen Probleme. Die ganzen Analogen, die E, die TA, die Proline, die sind cool, TSA finde ich scheiße, das war's. Nix da. Alles klar. Kannst du denn dann jetzt nochmal die ganze Technik zeigen, die du jetzt hast? Also Anlage, Mischpult, Mikros und Co. Und arbeitest du noch mit einer alten Firma zusammen? Ja und nein. Also kann ich, viele fragen schon seit Jahren, kannst du mal zeigen, was du hast? Die Sache ist, bei mir ändert sich so viel. Ja, die ganze ist so, ne? Also so. Jetzt stehen hier zum dritten Mal eine Voice Akustik PA und jetzt zum dritten Mal auch eine andere Konstellation. Das hat sich geändert, denn es ist so, ich habe keinen Mischpult. Ist so, viele wundern sich, warum, weil es sich nicht lohnt. Weil ich immer, mal brauchst du eine Q16, mal brauchst du eine D-Life, mal brauchst du eine GLD, mal brauchst du, wo, also, dann miete ich lieber. Ich habe gerade eine gute Zwischenfrage. Was ist deine Lieblings-PA? Voice Akustik. Und warum? Voice Akustik Substar 10 Set mit Ergänzungspass, Pavillon 18. So, also zwei Fragen in einer. Okay. Und ich arbeite nicht mehr mit Edelmann zusammen, nein. Also zusammen schon, teilweise, wenig, aber ja, aber wir sind nicht verfeindet oder so, aber ich bin nicht mehr da. Der ist jetzt überhaupt dran, im Überblick verloren. Du. Ach, ich schon wieder, okay. Was hältst du von den Xenix XL-Pulten? Nix. Okay. Echt? Also, nee, sorry. Also die Frage finde ich ein bisschen dumm, aber ich lese sie trotzdem vor. Ja. Ey, die sucht ihr euch aus, ne? Ja, genau. Aber okay. Deswegen. Also, obwohl, was heißt dumm? Naja, wir wollen jetzt hier keine Leute hätten. Echt? Nicht? Wo soll ich dann in Zukunft meine Umschulung zum Veranstaltungskaufmann machen? Ja, wo wohnst du denn? Das ist die Frage, wo wohnst du denn? Also ich glaube, das hat einen Bezug auf irgendwas, was du im Video gesagt hast, würde ich mir denken. Kannst du doch trotzdem dort machen. Also anscheinend war das irgendeine Antwort auf irgendwas in dem Video. Ach, das, ich weiß, wer das ist. Marc, du alte Socke. Vollidiot. Frag mich doch bei WhatsApp. Du bist ja so ein Lumpen. Mach dir echt einen Kommentar. Es gibt echt Leute, die habe ich bei WhatsApp und die schreiben, kommt, das begreife ich nicht. Ich habe noch fix eine. Von LA-Checker95. Oh, den kenne ich sogar. Lol. Ja, pass auf. Kurzer Kommentar. Gutes Video. Glückwunsch zur Fachkraft. Endlich keine Schule mehr, wa? Kenne ich. Wieso hast du denn die MV Stett VO immer dabei? Ja, hat viele Gründe. Erstmal vielen Dank. Ich fühle mich immer total toll jetzt. Nein, aber ist schon cool, dass man nicht... Ja. Er fühlt sich etwas Besseres. Hey, Moment, das ist ein falsches Niveau. Nein, es ist schon cool, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen und sein eigenes Geld zu verdienen. Aber
M4Chat habe ich deswegen bei, weil meine Jobs nicht nur DJ und irgendwelche anderen Scheiß sind, sage ich mal, sondern ich mache mittlerweile viel Theater, viel Musical und das ist immer mit sehr vielen Menschen verbunden und ich mache das mit, sage ich mal, Leuten zusammen, die das über einen Verein machen, das wird gesponsert, dann kommt eine Firma, die schaltet die Stühle und so weiter und die haben es, sage ich mal, nicht ganz so mit den Gesetzen. Ich sag's mal, ja, so ist es. Und letztendlich, wenn was passiert, bin ich der Verantwortliche, weil ich die Veranstaltung fahre und deswegen habe ich immer bei, um zu sagen zu können, ey, der Fluchtweg, der muss frei sein. Wenn die sagen, nee, stimmt nicht, dann kann ich rausholen und sagen, guck mal, steht da drin. So, das ist einfach, einfach, falls man auch mal eine Frage hat, kannst, ich habe einen gelben Ordner, da sind alle Gesetze drin, da sind auch Formeln drin, also alles, was man so immer braucht, kannst du immer mal reinschlagen, da hat nicht, stimmt nicht, Platz, einfach mitnehmen, das Ding, du bist sicher. Ja. Allerdings bin ich bald gelernter Elektroniker, aber da ist doch sicher was in der Veranstaltungstechnik möglich, oder? Ja, ja. Fürst das beste Beispiel. Ja, ich kenne auch viele Leute, die so auch vor allem Elektriker sind oder so und vor allen Dingen halt in der Werkstatt arbeiten und so. Ich kenne viele, die haben also Elektroinstallateur gelernt, also hier Elektroanlagen und so, wie das heißt. Ja. Ne? Überleg mal, Stefan Rass hat das gelernt. Der macht auch in der Veranstaltungstechnik. Unser Lagerchef, mein ehemaliger, sein Lagerchef, André Föster, auch ein sehr cooler Mensch. Falls das sieht, Grüße gehen raus. Genau. Und ich kenne viele. Auch der Voss zum Beispiel, den ihr irgendwie alle kennt, der hat das auch gelernt. Das macht trotzdem. Und ich meine, früher gab es ja auch gar keinen Veranstaltungstechnik-Ausbildungsgang. Ich wollte sagen. Da war einfach mal Elektriker das nächste. Genau. Genau. Ich stelle mir die Frage trotzdem: Was hältst du von The Box Pro? Ich muss bestimmt schneiden jetzt. Muss ich echt überlegen. Gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt, tatsächlich. Ich finde es gar nicht so schlecht. Das einzige Ding ist nur, es wird niemals vorankommen, glaube ich, weil es absolut nicht weitertauglich ist, weil niemand, keine bekannte Band, kein Verleiher will Lautsprecher von einer Firma haben, die, sage ich mal, kein eigenes Label hat. Ich meine, The Box ist von Thoma, das weiß man, und The Box hat auch Boxen im Programm, die nicht gerade high-end sind, und niemand, zum Beispiel jetzt eine Band, Mighty Oaks, Juli oder irgendjemand, wird niemals eine PA haben wollen, wo The Box draufsteht. Ist so, nee, also tut mir leid. Ja, einfach so. Und die können so gut sein, wie sie wollen, aber es ist der Name, das ist wirklich so. Und nur mal so nebenbei, The Box verbaut unter anderem 18 Sound, das sind sehr gute Chassis und das Zeug ist nicht schlecht, absolut nicht, aber es kann sich nicht etablieren, ist meine Meinung. Das siehst du, glaube ich, ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es noch eine Frage, die ich vielleicht auch sogar mit beantworten können. Gibt es die neue Q24 mit oder ohne HR2412? Wer ist das? Ja, gibt es auch ohne. Ja. Also kannst du beides einzeln kaufen. Die hat auch also die hat komplett alles onboard, kannst aber auch einen Cut vorwerfen und eine HR2412 ranmachen, bumm, fertig. Genau. Nur als Tipp, die AR hat etwas bessere Preamps, also wenn du eine AR nehmen kannst, dann nimm eine AR. Das ist nur so als Tipp, die hat ein bisschen Preamps als die Onboard-Karten. Aber wenn du halt keinen Bock hast, dir einen Case zu kaufen, kannst du halt mit einer AB noch was regeln. Das ist halt ganz cool. So, wollen wir vielleicht noch mal ein paar alte Fragen auspacken? Ja, komm, also, ich weiß nicht. Wir machen noch zwei, drei Fragen, dann werden wir die Folge auch beenden. Genau, Leute, mal ganz kurz, jetzt bin ich da unscharf, aber ist egal. Viele stellen mir Fragen unter alten Folgen, das bringt mir gar nichts. Ihr müsst immer, das sage ich euch jetzt mal, ihr müsst immer die Fragen unter die letzte Folge von Nico stellen, weil da werden sie beantwortet. Heute ist mal eine Ausnahme. Ja? Mhm. Weil wir alle liebe Leute sind. Genau, lass uns mal so stehen. Aber, Sterben? Stehen! Lass uns mal so sterben. So hier, oder was? Tod durch Stoff, finde ich gut. Ja, ist ganz viel drin. Okay, und zwar, ich habe jetzt noch so eine geile Frage. Ja. Kann sein, dass du die in der ersten Folge schon beantwortet hast, aber es interessiert dich nicht. Egal. Wo in Pankow wohnst du eigentlich? Also Heinersdorf, Blankenfelde, was nicht zu Heinersdorf, was nicht zu Pankow gehört. Pankow, Prenzlauer Berg, etc. Fragt der Berliner mit einer Hertha BSC-Flagge als Logo. Sehr cool. Ich finde es geil, dass sich Leute dafür interessieren, wo ich wohne. Das werde ich aber nicht sagen. Seine Adresse. Boah, er auch! Schreibt mir auf WhatsApp. Nummer eingeblendet so. Ja, genau. Nee, sag es. Meine Telefonnummer ist übrigens 112. Genau, seid mal nicht sauer, aber das sage ich natürlich nicht. Ich will jetzt nicht, dass irgendjemand vor der Tür steht irgendwann. Behringer X32, hast du schon Erfahrungen damit gemacht? Oh ja, haben wir schon mal ganz toll in der Folge durchgenommen. Was ich davon halte. Wer das sehen will, guckt die anderen Folgen von Nico an, da habe ich das Thema ganz deutlich auseinandergenommen. Kurz und knapp nochmal, ich mag es nicht und würde es mir auch nicht kaufen. Punkt, Ende. Ich muss sagen, ich habe am Anfang 4 auf 001V gemixt und hatte dann irgendwann mal ein X32 vor mir. Wenn du vom 01V auf dem X32 kommst, ist es auch Luxus, weil so ein V sowas von hart kacke ist, dass jedes andere besser ist. Also ich meine, du musst halt so sehen, du hast halt auf einem X32 halt ungefähr 6-mal Anzahl der Potis. Und halt das Layout ist zwar nicht geil im Vergleich zu einer Q24 oder einer GLD, erst recht nicht, aber ist halt schon mal cooler als ein 01V. Ich sag mal so, oder für den Preis ist das cool. Es ist mittlerweile sogar schon Standard geworden, es steht auf vielen Riders, aber trotzdem ist es eben weiter nach meiner Meinung und ich will darauf nicht mixen, weil ich habe keinen Bock.
mich mit einem Cola-Rädern durchs Menü zu kämpfen. Das muss schnell gehen. Ich mag den Klang von den Effekten überhaupt nicht. Es klingt blechernd. Klar, man bezahlt nicht viel, logisch, aber da bezahle ich immer mehr, hab dafür was Geiles. Also, es ist genau wie Voice-Akustik. Ich könnte mir auch eine Box holen oder LD Systems. Will ich aber nicht haben. Also, Punkt. Obwohl Maui ist immer cool. Ja, Maui kreicht halt. Maui ist aber ganz witzig. Ja, sieht hübsch aus. Ich meine, für DJs ist das cool, aber... Ja, du weißt ja noch, wie wir das gesagt haben. Große PA, 4 Mauis. Ja, ganz große PA, 8 Mauis. Ich hätte ganz gerne mal eine PA für die Kolumbianer. Okay, 8 Mauis. 8 Mauis. So Sternformation. Du machst alle Subs aneinander. Hm? Und dann gehen die Tops so... Geil, wenn du sie hängen könntest, wenn du sie verschließen könntest, dass der Bass oben hängt so und dann die Tops so runter. In der Mitte so als... Wie so ein Kronleuchter, weiß ich. Da willst du gleich einen Bass fliegen noch darüber. Ja, so ein Doppelbass. Also hier so ein Zusatzbass gibt es da. Aber aus dem Doppelachter kommt auch nicht viel raus. Ich meine, obwohl das schon geht. Also ja, aber wir haben ja als Vergleich, ich meine, es ist ein fieser Vergleich, Voice Akustik, Pavio so 112, ist auch bloß ein kleiner 12er. Mhm. Aber was da am Bums rauskommt, ne? Ja. Das macht nicht mal Coda oder so. Mann! So. Ah. Also ich will jetzt nochmal kurz gucken, dass ich nochmal unter den letzten. Ich habe noch gute Frage. Ja, ich habe noch gute Frage. Genau, deswegen, das habe ich mir dazu so gesagt, weil ich zitiere. Okay. Und SQ findest geil. Was? Alter, kannst du das bitte nochmal vorlesen? Ich habe Analphabeter das geschrieben. Geil. Ich will nicht beleidigend sein, aber Leute, schreibt doch wenigstens nur ordentlich. Ja, SQ ist super, klar. Also, möchtest du nochmal erklären, wieso? Willst du erklären, warum? Ihr könnt auch beide erklären, warum. Ach, komm, also du hast erstmal einen PCI-Slot, wo du eine Dante-Karte oder eine Mardi-Karte oder sonstiges reinschieben kannst. Alles, was auf eine D-Live und eine GLD reinkommt. Du hast halt mehrere Banks und du hast auch Screens, dass du alles alle Layers halt durch die Gegend schieben kannst, wie du möchtest. Und dafür ist es halt immer noch relativ kompakt und du kannst halt am Ende immer noch das auch in Rack einbauen. Das ist halt die Kleine ist halt die gleiche Größe wie die Q16 und das ist halt echt schon cool, was du dann an Rechenpower und so da drin hast. Denn erstmal 26 kHz Sampling, nicht mehr 48 kHz, dann hast du kleine Bildschirme über jedem Fader, was du bei der Q nicht hast. Trotzdem kostet die fast genauso, vereint aber die Funktionen der GLD und der Q. Also eigentlich brauchst du die GLD nicht mehr. Nö, eigentlich nicht. To be honest. GLD ja. Ist eigentlich unnötig. Ja, mittlerweile ja. Aber trotzdem war GLD in der Zeit, in den 6-7 Jahren, wie es die gab, ich weiß gar nicht. Trotzdem das gleiche mit Kara. Super geil. Ja, genau. Kara war so geil, als sie rauskam, mittlerweile will sie keiner mehr haben. Also genau, es ist im Großen und Ganzen. Wer ist jetzt Esco und Kiva? Ja. Nicht wahr? Der vertraut dir einfach mal. Ich wollte das Gesicht sehen. Okay, ich habe eine coole Frage. Ja, frag mal nochmal. Das ist wirklich eine coole Frage. Ja, okay. Hast du dir schon mal einen Mackie DL32R verbaut? Was ist das denn? Das ist dieser Rack-Mixer von Mackie, wo du nur mit dem iPad anstellen kannst. Ich kenne das mit dem iBrett, wo du das so reinpackst. Ja, das gibt es auch als 32er, als 19 Zoll. Also dieses XR jedenfalls, von Beringer. Ich mixe unser Blasorchester. 65 Musiker, Schlagzeug, E-Bass, Gitarre und Keys und Bläser ausschließlich damit. Funktioniert tadellos und die Freiheiten, nur mit dem iPad arbeiten, ohne fix an einem Punkt gebunden zu sein, ist einfach genial. Oh! Ohohoho. Also, Alter, fährst du ein Risiko. Genau, aber Alter, fährst du ein Risiko. Aber der viel geilere Punkt ist eigentlich DL32R mit 32 Inputs und 65 Musiker. Naja, wahrscheinlich drei Streicher, ein Großmembran hingestellt oder so, genau. Und fertig ist der Lack. Aber also ich würde das absolut nicht machen. Also ich brauche sowieso, ich mische mit iPad, ja, aber nicht nur. Also ich mische immer mit Pult oder Pult und iPad. Also du brauchst immer eine Hardware. Du kannst, wenn die WLAN-Verbindung abkackt, wenn Leute reinkommen, dann hast du keine Chance mehr. Genau. Verbindung ist weg, du kannst nichts machen. Und vor allem, auf dem Pult hast du den ganzen Fader, wenn irgendwo was koppelt, siehst du sofort, ziehst ihn runter, fertig. Und beim iPad musst du erstmal den Scrollo machen und gucken, wo das Problem liegt. Also ich benutze iPad eigentlich auch nur zum Setup. Und zum Soundcheck bist du mit dem Pult, mit dem richtigen Pult für FOH-Soundcheck immer noch schneller. Du kannst anwählen, machst alle ganzen EQs fertig rein. Mit dem iPad musst du halt alles mit dem Finger und so einen Scheiß. Das iPad ist nur geil, wenn du die Monitormixer schon vorher einstellen willst, wenn du halt an verschiedenen Orten da hören willst oder wenn du halt nur noch die Feintuning machst zum Soundcheck. Oder allgemein zur Betriebssicherheit ist das nichts, wenn du nur mit dem iPad fährst. Wolltest du mal erwähnt haben. Okay, letzte Frage heute. Ja, was kostet die Anlage? Welche? Aus Nikos GX8, du weißt schon welche Anlage. Mein Subsatz 10 System. Über Preise lässt sich ja viel diskutieren. Also pass auf, für die es noch nicht wissen, wo die Frage jetzt gerade abzielt, die Frage zielt auf zwei Paviose pro 118 ab, auf zwei Modular 10 und den dementsprechenden Amp. Normalerweise reicht der HDSP 3 Amp, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe die HDSP 6, die hat doppelt so viel Power, aber der Grund irgendwann später. Hat aber Sinn. So, die kostet Liste 11.500 Euro netto. So. Verschiedene Menschen bekommen verschiedene Preise und das ist wie gesagt der UVP-Listenpreis.
das ist eine ganze Stange Geld und darf man nicht vergessen, dass wir hier in der High-End-Liga sind und dass das eben kein LD Systems mehr ist. Könnt ihr auch beim Kaufen. Ja, geht. Ich bin Voice Acoustic Partner, voll stolz drauf. Oh, die sind vor der Kamera so lieb zu mir. Wir sind doch hinter der Kamera lieb zu dir. Dass du das sagst, wusste ich. Aber wir spaßen, halt nur noch mehr ab. Ja, das ist richtig. Also jetzt ist gerade noch echt Zero. Wow. Vorsicht, klug. Lass es einfach sein. Lassen wir es einfach. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, die beiden Chaoten haben nicht zu sehr gestört. Ich glaube, es war eher ziemlich lustig. Dann danke Tante Erika, danke Christine. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist das vorletzte Video, was rauskommt. Wenn ich es bis dahin schaffe. Es kommt nämlich auch am 30.12. mein Rückblick, in dem ich ganz viel Herzblut gesteckt habe, den die beiden auch schon gesehen haben. Geil. Ja, und Dankeschön. Und wenn der online ist, dann kommt auch eine Infocard, wo ihr das jetzt anklicken könnt und sehen könnt. Bis dahin sage ich trotzdem viel Spaß. Lassen wir das einfach. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Viel Spaß? Viel Spaß ist auch echt geil, ne? Oder? Das ist euer Einfluss, merkt ihr es nicht? Haus der Rind, Doppelkinn, ist auch gut. ja, Hummel. Die färben ab. Lass sein, Spider schön. Warte, bei Rolling Stones, da hast du dir gleich was gesagt.